Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. So, jetzt werden wir uns um die ganzen kleinen blauen Missionen hier in dem Gebiet kümmern. Wie heißt dieses Gebiet nochmal? The Wards? Genau, The Wards. Dann haben wir dieses Gebiet wenigstens auch schon zu 100% abgeschlossen. Wenn dann am Ende des Parts noch Zeit sein sollte, irgendwas anderes zu machen, kann ich schon mal langsam hier in den Brandon Docks anfangen, alles zu erledigen. Gut, fangen wir erstmal mit diesem Gangversteck hier an. An gute Drogenköche kommt man nur schwer ran. Wenn die Viceroys den Kerl beschützen, kann ich ihnen wirklich schaden. Ich nutze ihn und schicke so eine Botschaft an alle Hobbychemiker. Oh, die Viceroys, nicht die. Habe ich sie Vicaroys genannt? Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass ich in einigen Texten, die diese Gang betroffen haben, sie die Vicaroys genannt habe. Oder Vicaroys. Anstatt Viceroys. Oder Viceroys. Ich glaube, ich habe sie eher Viceroys genannt, aber selbst das ist nicht ganz korrekt. Egal. Passt schon. Ach, come on. So. Okay. Kommunikator stören. Sprengen. Erst einmal möglichst überall an die Kameras ran. Und alles markieren, was hier mehr als zwei Beine hat. Eieieiei, da ist aber einer ziemlich gut bewacht. Wo ist mein Ziel überhaupt? Habe ich das schon gefunden? Scheinbar noch nicht. Mein erstes Ziel ist es ja immer, ein Profil von der Zielperson anzulegen. Und das habe ich bislang noch nicht geschafft. Das kann doch nicht sein. Wo ist der Typ? Oh, da hinten ist einer mit einem vollen Bankkonto. Oder auch doch nicht so voll. Okay. Okay, jetzt mal im Ernst, wo ist der? Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, ich habe jetzt so ziemlich jede Kamera, die es hier gibt, einmal rotieren lassen. In ihrem eigenen Bewegungsradius. Und ich habe immer noch nicht den Typen aufgespürt. Wo soll der denn sein? Kann Verstärkung rufen. Ah, da hinten. Da habe ich Ziel gesehen. Ah. Okay, ich darf diese Typen nicht die ganze Zeit so vollkommen interessenlos überfliegen. Ich muss mir tatsächlich ihr Profil komplett anzeigen lassen, damit ich das Ziel unter ihnen ausmachen kann. Yes. Nummer 1. Ah, sieht der Typ seinen Kollegen? Ja, tatsächlich, tut er. Was ist das? Mist. Aber dann kann ich ihn, bevor er Alarm schlägt. Ich kann ja seinen Kommunikator stören, das wäre auch eine Möglichkeit. Was zum Ah! Sehr gut. So. Oh. Okay, den Sniper muss ich so bald wie möglich ausschalten. Der kann mir sehr gefährlich werden. Aber vorher muss ich die Typen in seiner Nähe erledigen. Oh, oh. Ah, hey! Hört da sonst noch jemand? Oh. Puh. Verstärkung verhindern, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nur für den Fall, dass er Alarm schlagen möchte, sollte ich darauf vorbereitet sein. Okay, tut er nicht. Möchte er nicht? Gut. Hey, man macht dir selber. Nö, kein Bock. Ich mach's mir lieber mit jemand anderen zusammen. So. Die sind alle. Okay.
Ah, hey! Stehen bleiben! Mist! Wir aufteilen! Los! Shit, shit, shit! Ah. Fuck. Schlecht. Sehr schlecht. Oh shit, weg. Oh, dumm. Oh. Alter, ey. Holy fuck. Oh, einmal nachladen. Nein, dumm, was machst du denn? Was machst du? Aiden, was, wieso geht der? Der geht nicht. Scheiße. Och, jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt war die Steuerung richtig kacke. Er wollte seine Waffe nicht ziehen und ich bin die ganze Zeit an den beschissensten Stellen in Deckung gegangen. Och, ey, beschissener geht's ja gar nicht mehr. Na super, ey. Jetzt darf ich hier das Ganze wieder von vorne machen. Dabei lief es eigentlich einigermaßen gut. Zumindest am Anfang, da habe ich die Typen noch ausschalten können, ohne dass sie mich gesehen haben. Ach Gott, ist das scheiße. Oh, knapp. So, Kamera. Okay. Das Doofe ist echt, dass ich den Typen niederschlagen soll. Er ist perfekt in der Nähe von einer Sprengmöglichkeit. Die perfekte... Oh. Oh nein, sind sie jetzt in Alarmbereitschaft? Shit. Verstärkung verhindern, definitiv. Ich hab hier nichts, Bro. Ich geh mal weiter. Okay. Einen nach dem anderen. Geh schon mal rein, gar nicht. Hör mal da drüben. Fuck, Mann. Hoffentlich nicht noch eine Leiche. Der nette Sniper, der ist zum Glück woanders. Boah. Scheiße, nein. Oh, das war knapp. Hat er jetzt gesehen, wie ich den Kollegen niedergeschlagen habe? Nee. Okay, der geht da jetzt nicht hin. Gut. Was? Warum? Warum? Wieso? Jetzt mal ohne Scheiß. Wieso? Das ist doch Bullshit, ey. Steigt er in ein Auto ein? Ja. Das ist Bullshit. Na, großartig, ey. Jetzt hat er mir der Typ auch noch die Polizei auf den Hals gehetzt. Ich hasse ihn. Nein. Nicht bevor ich den Typen gefangen habe. So. Auf Wiedersehen. Verstanden. Ein Wagen ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Och, ey, jetzt ist der Wagen ja wieder komplett beschissen zu steuern. Je kaputter die sind, desto schlechter sind sie zu steuern. So, Polizeiverfolgung weg. Habe ich noch eine für die Trophäe? Eine weitere Polizeiflucht? Schön. Da bist du ja. Komm jetzt. Oh, jetzt hätte ich ihn wegsprengen können, aber dann wäre er ja gestorben. Das möchte ich natürlich auch nicht. Ficken! Das ist nicht euer Ernst. All die Arbeit und jetzt lande ich in einem Graben, aus dem ich kaum rauskomme. Ey, ich hasse dieses Spiel gerade, ihr glaubt es nicht. Der Typ, der hatte keine Möglichkeit, mich zu entdecken. Er hatte null Gelegenheit dazu.
Seine Leute, die waren zwar in Alarmbereitschaft, aber als ich in seiner Nähe war, ist er auf einmal losgelaufen, obwohl er mich nicht sehen konnte. Bullshit. Bullshit. Ich sag's euch, ey, das Spiel, das möchte mich ärgern gerade. Das möchte mich einfach nur abfucken. Wie lange soll das denn noch gehen? Ich verbringe jetzt den ganzen fucking Part mit dieser einen Scheißverfolgung. Ich schneide das definitiv zusammen, das tue ich euch nicht an, ey. Das tue ich euch doch nicht an. So. Jetzt runter mit dir. Boah, noch nie hat mich ein einzelner Gangsterboss so heftigst aufgeregt wie dieser Typ. Das ist ja unglaublich, ey. Sorgt dafür, dass ich ihn durch die ganze verfickte Stadt verfolgen musste. Entschuldigt meine Wortwahl jetzt gerade, aber der Typ, der ging mir echt so richtig auf die Nerven, ey. So, das wird auf jeden Fall zusammengeschnitten, dieser Teil, sonst wird das echt eine zu große Folter für euch. So, machen wir mit der Fahrerflucht weiter. Okay, ich habe mir eine kleine Ruhepause gegönnt und jetzt bin ich auch wieder deutlich ruhiger. Alles klar, starten wir den Fixer-Auftrag. Also, das ist Aufräumarbeit. Nach diesem Korrigieren, was ziemlichen Ärgernis. Hat. Sobald ich den Wagen finde, muss ich aufpassen. Es suchen sicher noch andere danach. Jetzt im Nachhinein, da denke ich mir auch, ja, ich hätte ihn eigentlich entkommen lassen sollen und das Gangversteck noch einmal von vorne machen sollen. Aber naja, ich habe mich halt zu sehr darin verbissen. Ich wollte es einfach nicht mehr ertragen, dass das Spiel mir so einen Blödsinn, so eine blödsinnige Situation verschafft. So. Okay, erst einmal muss ich den entkommen. Am besten, indem ich auch durch schön das Viereck drücke, das mir angezeigt wird. Ah, ich fürchte, das hier ist eine schlechte Straße, um sie loszuwerden. Ich fahre mal lieber etwas weiter rein. Wo ist eine größere Straße? Keine Ahnung, ich setze mir mal einen Wegpunkt hier ungefähr. Weil auf so größeren Straßen gehe ich stark davon aus, dass es dort deutlich mehr Ampeln gibt. Dreh mich an den Arsch, pass auf. Und dementsprechend, ups. Und dementsprechend sollte es dort auch, ja, schön viele Möglichkeiten geben, die Typen zu neutralisieren. Oder zumindest ihnen schön Steine in den Weg zu legen. Yes! Schön. Sehr gut, das sollte ihnen. Das sollte mir etwas Zeit verschafft haben. Hoffe ich. Die hängen mir aber immer noch am Arsch wie so bissige Terrier. Und ja, das war jetzt eine richtig beschissene Fahraktion. Oh. Gut. Okay. Ja, fahre ich einfach mal weiter. Oh, sehr gut. Puh, erfolgreich entkommen. Oh. Ah! Knapp an dem Ding vorbeigefahren. An der Übergabestelle. Schade. Aber hätte ich ja nicht wissen können. Okay, jetzt nur in aller Ruhe. Die fahren eine andere Straße, oder? Oh nee, komm jetzt. Die dürfen nicht zu mir aufholen. Bloß nicht. Ja, ja. Ist klar, die wissen natürlich genau, wo sie hinfahren müssen. Wahrscheinlich folgen sie einfach nur der Spur der Zerstörung, die sich hier durch die halbe Stadt zieht. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist ja zugegebenermaßen auch eine ziemlich gute Art und Weise, herauszufinden, wo ich momentan bin. Hier die Rampe, okay. Komm schon, komm schon. Die sind fast hier. Die sehen mich bestimmt gleich. Komm schon, rein, 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 rein. Oh, sehr gut. Puh. Sehr gut. Oh, zum Glück bin ich mal drauf gekommen, dass ich auf eine der größeren Straßen fahre. Oh, Fahndungslevel 3 tatsächlich gerade. Ah ja. Ich warte ab, bis ich irgendwann mal durch eine Mission oder egal ob es jetzt Story oder Nebenmission ist, ich warte einfach ab, bis ich irgendwann automatisch so entweder auf die vierte oder auf die fünfte Stufe gelangt bin, vom Fahndungslevel her. Ja.
Und danach werde ich den Rest vielleicht voll machen. Vielleicht werde ich das 5. Fahndungslevel erreichen, indem ich dann halt noch ein bisschen rumballere. Und auf diese Art und Weise sollte ich dann wieder Fahndungslevel 5 erreichen. Ich muss nämlich auch eine normale Polizeiverfolgung der Stufe 5 tatsächlich entkommen. Also ich muss nicht nur einem Polizeiscan der Stufe 5 entkommen, ich muss auch eine Polizeiverfolgung der Stufe 5 bewältigen. Das habe ich in der Trophäenliste zugegebenermaßen übersehen. Das muss ich dann halt bei der nächsten Gelegenheit auch noch machen. Gut, dann machen wir den nächsten blauen Auftrag. Ich setze einen Schnitt. Alles klar, direkt den nächsten Fixer-Auftrag annehmen. Der erste lief ja einigermaßen reibungslos. Also wird er sich bestimmt beeilen. Ich muss ihn aufspüren und dann erledigen. Perfekt. Noch so einen Auftrag, wo ich einen ausschalten muss. Okay, dann setze ich mir bei dem Typen direkt einen Wegpunkt, damit ich ihn selbst dann schön weiter verfolgen kann, während er mir entkommt. Auf diese Weise wird mein Navi... Oh, ernsthaft? Auf diese Weise wird mir mein Navi die ganze Zeit zur Seite stehen, während ich ihn verfolge. So, schön auf eine Möglichkeit zum Ausschalten. Warten. Wird sich bestimmt irgendwo ergeben. Irgendeine Ampel. Boah. Ich dachte jetzt... Da hat er mich jetzt gut angetäuscht. Ihr wolltet Hilfe? Zugegeben. Okay. Komm schon. Ja. Ah. Keine Ahnung, wie viel Schaden ihm das jetzt eingebracht hat, aber... Naja, es war zumindest nicht ganz umsonst, hoffe ich. Komm schon, rein, ramm irgendwas. Shit. Ah. Shit, der hat echt... Ich habe das Gefühl, aus solchen Sachen kommt er immer komplett... Yes! Oh yes! So. Mission beendet. 6000 Belohnung. Aber die Typen sind immer noch hier. Am Rumballern. Jesus! Alter! Alter! Und da fliege ich. Egal, die Mission ist ja beendet. Also den Checkpoint, dass ich die abgeschlossen habe, sollte ich ja bekommen haben. Von daher ist es mir nicht so wichtig. War sowieso eine beschissene Ausgangssituation für so eine kleine Balle. Mitten auf der Straße? Ja. So. Oh, hier bin ich? In einem ganz anderen Gebiet? Ja, die Quest ist jetzt weg. Also die Mission ist weg. Mit anderen Worten, jetzt kann ich mich direkt... an die nächste ranmachen. Das Gangversteck. Da wären wir auch schon, dank des Schnittes. So, Gangversteck. Diese Gangster leben in ihrer eigenen Welt, wo sie unangreifbar sind. Egal, was sie tun. Es ist Zeit, den Typen in die Realität zu holen. Okay, da hinten ist das Sperrgebiet. Ah, da nimmt einer Klavierunterricht. Tja, jetzt hast du $360 weniger, mit denen du dir das finanzieren kannst. Okay. Ah, es ist schon... Manchmal ist es schon fies, wenn man sich die Profile von denjenigen ansieht, denen man das Geld aus der Tasche zieht. Hier oben? Gibt es hier überhaupt einen Weg dorthin? Ah, dort unten. Alles klar. Da bin ich hier jetzt an der falschen Adresse angekommen. Ah, perfekt. Da ist schon mal eine Kamera. So, ich brauche ein möglichst genaues Layout
von der Anzahl an Typen, die hier rumlaufen. Ah, Verstärkung verhindern, jawohl. Mache ich sofort. So, ich muss gucken. Ich muss ja auch jeden etwas... Ups, das wollte ich nicht. Geht das Ding von ganz allein an? Ja, ging von ganz allein an. Ah, da ist das Ziel. Perfekt. Scheint ja nicht allzu gut bewacht zu sein hier. Sieht zumindest danach aus. Okay. Leck mich doch. Ist nicht mein Problem. Vielleicht sollte ich jetzt auch mal anfangen, ein bisschen mehr mit so schönen kleinen Pistolen zu arbeiten. Schallgedämpften Pistolen. Allerdings ist es, glaube ich, bei den Leuten ziemlich schlecht, die einen Helm haben. Ich gehe davon aus, selbst wenn ich mitten in ihr Gesicht zielen sollte, sagt das Spiel, ja, ist ein Kopftreffer, dadurch zielst du automatisch auf den Helm. Nicht auf eine andere Stelle, die dann trotz des Helms tödlich wäre. Ich sag's ja, ich meine ja nur. Oh Mann, du hast hier nichts verloren! Ausgerechnet jetzt! Shit! Ah, na toll. Das war ja klar. Dumm? Ja. Das war klar, dass so etwas passiert. Ja, ich hab's mir ja schon so ein kleines bisschen durch die eine explodierte Trafostation verschissen. Deshalb ist besser, wenn ich es jetzt noch einmal von vorne mache. So. Ich darf es nur nicht wieder zu so einer Situation kommen lassen, wie bei dem ersten Gangversteck in dem Part hier. Okay, dann versuchen wir es jetzt noch ein weiteres Mal. Die Gegner hier bei der Zielperson am besten schon mal im Vorhinein markieren. Dann den Typen selbst ausmachen, da ist er. So. Okay. Ich versuche mal von einer anderen Stelle aus einzudringen. Ich müsste nur gucken. Ja, okay, der Typ, der guckt jetzt in diesem Moment auch hier rüber. Das bedeutet, der mit dem Stern markiert ist, den kann ich jetzt erst einmal nicht ausschalten. Na komm, Jungchen, dreh dich um. So, das Gute ist jetzt. Hab ihn. Mal gucken, ob ich jetzt hier rauskomme, ohne erschossen zu werden. Zumindest sollte ich eine etwas bessere Ausgangsposition haben. Ach nee, fliehen ist eine Option, die auch in Frage kommt. Das ist gut zu wissen. Ja gut. Ich wollte nur den Anführer erledigen. Mehr nicht. Ich frage mich, ab wann ich tatsächlich entkommen bin, denn... Oh. Die laufen mir tatsächlich noch aktiv hinterher. Zumindest sah es gerade so aus, als ob sie auf offener Straße mir hinterherlaufen würden. Aber ich denke mal, es sollte nicht lange dauern, bis ich denen entkommen bin. Über ein paar Zäune gehüpft. Den Sichtkontakt lange genug unterbrechen. Okay. Ich geb dir Deckung, Kumpel. Shit. Die verfolgen mich sogar mit Autos? Das ist schlecht. Hätte ich das mal vorher gewusst. Shit. Okay. Hey Mann, such den Wichser weiter. Ich glaube, der wird mich sehen. Der wird mich definitiv sehen. Lieber wegfahren. Der wird mich definitiv sehen. Hängst du nicht ab. Jetzt muss ich nur noch... Pass auf. Oh, sehr schön. Oh, sehr schön. Das muss wehgetan haben. Oh, sehr gut. Komm schon. Ah.
Oh, einer ist durchgekommen? Nee. Eben nicht. Der hängt mich nicht wieder ab. Ja, das wollen wir ja mal sehen. Ich habe jetzt aber auch ein etwas schwerfälligeres Auto und damit meine ich noch schwerfälliger, als die Autos hier nicht ohnehin schon sind. Ich gucke ganz kurz. Ah ja, ich bin jetzt auf einer ziemlich guten Hauptstraße unterwegs. Da sollte ich genug Gelegenheiten bekommen, die Typen auszuschalten. Pass gut auf, den kaufe ich mir. Ja, viel Spaß. Komm schon. Da ist eine... Wie oft das nur für eine Millisekunde zur Verfügung stand, die Neutralisierung. Sehr merkwürdig. Aber ich nehme es gern entgegen. Wo bist du? Oh, Gott sei Dank. Yes. Okay, wir sind hier. Machen wir den Scheiß. So. Jetzt nur noch hier ans Ende der Straße und wir sind aus dem Schneider. Wir sind raus hier. Längst weg. Sehr schön. Perfekt. Damit hätten wir, glaube ich, sämtliche blauen Missionen aus The Ward abgeschlossen. Diese Mission hier, die befindet sich bereits in dem anderen Gebiet, in Brandon Docks. Ich überlege gerade, ob ich die nicht auch noch hinterher machen sollte. Ich guck nochmal, wie viel Zeit wir haben. Ah, nee, eigentlich reicht der Part jetzt schon von der Länge her. Wenn ich jetzt noch weitermache, dann nimmt er wieder Überlänge an. Okay, Leute, dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr es schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, wo wir uns auf jeden Fall wieder der Hauptstory widmen werden. Hier oben ist die nächste, alles klar. Gut, bis dahin, ciao, ciao.